Heute nehmen wir dich mit auf ein Abenteuer nach Australien. Auf Platz 1 befindet sich ein riesiges Meerestier mit einer besonderen Art von Blut. Das musst du einfach gesehen haben. Bist du neu auf diesem Kanal und magst du Top 10 Themen? Dann vergiss nicht auf Abonnieren und die Glocke zu klicken. Gib uns bitte auch einen Daumen hoch, wenn du Australien so spannend findest wie wir. Also, fangen wir an. Autofahren im Outback. Das Outback, wie das Innere Australiens auch genannt wird, ist eine riesige Landfläche, die von Dürre und Hitze geprägt ist. Wenn du es wagst, diesen Ort zu besuchen, solltest du wissen, dass es ein Ort besonderer Herausforderungen ist. Es erwarten dich endlose Straßen, die scheinbar nirgendwo hinführen. Diese Verkehrswege sind nicht mit den üblichen Dingen wie Tankstellen, Restaurants, Stromanschlüssen oder gar fließendem Wasser ausgestattet. Du wirst hunderte von Kilometern fahren, bevor du etwas Städtisches erkennen kannst. Am besten die Reise ganz genau planen. Nimm dir bloß genügend Treibstoff und Wasser mit, falls du irgendwo strandest. Aber das ist eigentlich das Letzte, was man sich wünschen mag, denn du kannst nicht mit dem Handy Hilfe herbeirufen und es kommen kaum Leute vorbei. Koala-Bär. Ein Tier, das typisch australisch ist, ist der niedliche Koala-Bär. Du musst dieses Tier einmal gesehen haben, wenn es friedlich an Eukalyptusblättern kaut. Viele Menschen finden den Koala-Bär knuddelig und können sich kaum vorstellen, dass es ein gefährliches Tier ist. Warum glaubst du, steht der süße Koala-Bär auf dieser Liste? Kannst du dir vorstellen, dass Koalas Menschen angreifen können? Sie sind von Natur aus keine gefährlichen Tiere, solange sie sich nicht bedroht fühlen. Wenn sie aber in einer Stresssituation sind oder Angst bekommen, können sie sich von ihrer anderen Seite zeigen. Dann greifen sie mit ihren Krallen an und beginnen dich zu jagen. Obwohl über Vorfälle von Koala-Angriffen berichtet wurde, müssen wir sofort hinzufügen, dass sie von Menschen provoziert wurden, die den Koalas viel zu nahe kamen. Würdest du es wagen, einen Koala zu streicheln oder lieber in Ruhe lassen? Heißer als Indien. Du weißt jetzt, dass Australien weitgehend trocken und dürr ist. Es ist sogar noch heißer als Indien, vor allem im nördlichen Teil des Landes. Ein großer Unterschied besteht darin, dass Australien nicht so bevölkert ist wie Indien und die meisten Menschen ziehen es vor, im Süden zu leben, wo es viel kühler ist. Das Eigenartige an Australien sind die unterschiedlichen Klimazonen in den verschiedenen Landesteilen. Das liegt daran, dass es ein großes und ausgedehntes Gebiet ist. Das Land ist so groß, dass sich auch die Zeitzonen von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden. Als erstes sollte man daran denken, dass die Jahreszeiten umgekehrt sind, wenn du von der nördlichen Hemisphäre kommst. Die heißesten Monate sind im Sommer, das sind Dezember, Januar und Februar. Das wird ein warmes Weihnachten werden, nicht wahr? Die Temperaturen können dann auf 35 Grad Celsius oder mehr steigen. Die heißeste Temperatur wurde 1960 in Ordnadatta mit 50,7 Grad gemessen. Schnee und einheimische Tiere. So heiß es im Land der Kängurus und Dingos auch ist, so kalt kann es auch werden. Die Winter sind kühl mit niedrigen Temperaturen von 5 Grad Celsius. Die kühlsten Monate sind Juni, Juli und August. Es ist fast unvorstellbar, aber du kannst Mitte Juni einen Skiurlaub in Australien machen. In der Gegend zwischen New South Wales und Victoria findest du zwischen Juni und August garantiert einige aufregende Skipisten. Neben dem Skifahren kann man auch ein Schneemobil mieten, um die Winterlandschaft zu bewundern oder die einheimische Tierwelt zu beobachten. Achte darauf, im Kosciuszko-Nationalpark in der Nähe der Snowy Mountains nicht versehentlich zu nahe an den giftigen Corroboree-Frosch ranzukommen, der Alkaloide produziert, mit denen er sich gegen Angriffe verteidigt. Das Gift ist für Säugetiere potenziell tödlich, wenn sie es zu sich nehmen. Achte auch auf die Tausende von Wildpferden, die im Park herumlaufen. Würdest du lieber im Sommer oder im Winter nach Australien reisen? Schöne Muscheln sammeln. Die Einzigartigkeit Australiens liegt in der enormen Vielfalt an Klima, Flora und Fauna und der Landschaft.
Neben dem Skifahren in den australischen Alpen kannst du auch an einem der vielen schönen Strände Australiens wandern. Was du normalerweise an einem anderen Strand tust, solltest du allerdings auf diesem Kontinent nicht machen. Zum Beispiel Strandmuscheln sammeln. Du wirst eine schöne Muschel sehen, aber pass auf, dass es sich nicht um eine Cone Geographus Schnecke handelt. Der Stachel dieser schönen braun-weißen Schnecke ist alles andere als angenehm. Das Schneckengift hat das Potenzial, 15 gesunde Erwachsene innerhalb von Stunden zu töten. Die meisten Menschen wissen nicht, was es ist und nehmen die Schnecke einfach in die Hand oder treten darauf und werden dann gestochen. Man findet sie vor allem im tropischen Norden Australiens. Nimm also nicht einfach Muscheln vom Strand mit. Was du allerdings tun kannst, ist schnell dieses Video liken, den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren für noch mehr spannende Videos. Honigbienen. In Australien gibt es 1700 einheimische Bienenarten, aber es gibt auch eine Reihe von importierten Arten aus dem Ausland. Alle haben inzwischen Wildpopulationen im Landesinneren. Ein Bienenstich ist alles andere als süß. Wenn ein Mensch gestochen wird, bleibt der Stachel mit der Giftdrüse in der Haut stecken und reißt von der Biene ab. Diese Verletzung tötet die Biene. Aber die Giftdrüse pumpt weiterhin Gift durch den Stachel, sodass dieser so schnell wie möglich entfernt werden sollte. Nicht quetschen, da dadurch mehr Gift in die Wunde gedrückt wird. Die meisten Stiche verursachen starke lokale Schmerzen und Schwellungen. Wenn ein Opfer jedoch allergisch gegen Bienengift ist, kann ein Stich schlimmere Symptome verursachen. Zu den schwerwiegendsten gehören Atembeschwerden und Ohnmachtsanfälle. Triff also zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, wenn du allergisch gegen Bienengift bist. Kasuar. Wenn du diesen Vogel erblickst, wirst du wahrscheinlich durch sein Aussehen eingeschüchtert sein. Das Tier ähnelt mit seinen pechschwarzen Federn, dem blauen Kopf und der eigentümlichen Krone an irgendetwas aus prähistorischen Zeiten. Der Kasuaris ist der schwerste Vogel Australiens und kann eine Höhe von 1,5 bis 2 Metern erreichen. Ein ganz schöner Brocken. Weibchen können sogar ein Gewicht von 58,5 Kilo auf die Waage bringen. Obwohl sie Obstfresser sind und normalerweise nicht angreifen, sind sie sehr territoriale Vögel. Die meisten Angriffe auf den Menschen resultieren daraus, dass diese den Vogel füttern wollen. Sie laufen dann Gefahr, getreten oder gepickt zu werden. Sie können auch auf dich zurennen, auf dich springen und ihren Kopf gegen dich stoßen. Grund genug, sie nicht zu füttern. Haben wir erwähnt, dass ihre mittlere Kralle 12 cm lang ist und wie ein Dolch wirkt? Mit diesem Vogel will man sich nicht anlegen. Er stammt von den Dinosauriern ab und wird als der gefährlichste Vogel der Erde eingestuft. Aber der letzte aufgezeichnete Todesfall war 1926. Giftschlange. Wusstest du, dass die Hälfte aller Giftschlangen der Welt in Australien zu finden sind? Eine von ihnen ist der Taipan im Landesinneren. Das ist eine Schlange aus der Familie der Korallenschlangen, vor der man sich in Acht nehmen muss. Obwohl sich die Schlange hauptsächlich von Nagetieren ernährt und keine Todesfälle verzeichnet wurden, macht sie das nicht weniger gefährlich für den Menschen. Man findet diese schlüpfrigen Tiere in den trockenen Teilen Zentralaustraliens, vom Südosten des Northern Territory bis zum Westen von Queensland. Der einzige Grund dafür, dass es bisher noch keine menschlichen Todesfälle gab, ist, dass sie nur an abgelegenen, wüstenähnlichen Orten zu finden sind. Diese Orte sind nur dünn besiedelt, sodass die Wahrscheinlichkeit eines Bisses dieser Schlange sehr gering ist. Denn ein Biss dieser Schlange reicht aus, um einige Menschen zu töten. Ihr Gift ist extrem stark, um ihre Beute schnell zu vernichten. Wie reagierst du auf eine Begegnung mit einer Schlange? Erstarren oder weglaufen? Überall Wildtiere. Es ist unbestreitbar, dass du in Australien den gefährlichsten Tieren der Welt begegnen kannst. Von riesigen Salzwasserkrokodilen in den Bächen bis hin zu hungrigen wilden Dingos, die am Strand spazieren gehen. Auch wenn du diese Tiere in den besiedelten Gebieten nicht leicht finden wirst und es dort einigermaßen sicher ist, solltest du dennoch auf der Hut sein. Denn in Australien kann es einfach passieren, dass du zum Beispiel auf der Straße gehst oder dich in deinem Hinterhof befindest und eine solche Begegnung erlebst.
Diese Fotos zeigen eine Diamantpython, die einen Flughund verschlingt. Das ist eine sehr große Fledermaus von etwa 25 bis 27 cm mit einer Flügelspannweite von etwa 1,5 Metern. Nachdem man eine solche Szene gesehen hat, weiß man zumindest, dass man selbst an diesem Tag nicht auf der Speisekarte steht. Was würdest du tun? Filmen oder ein Foto machen, wie die tapferen Menschen, die diese Bilder geschossen haben? Und nun folgt Nummer 1, worauf du die ganze Zeit gewartet hast. Hufeisen-Riesenkrebs. Hufeisenkrebse haben einen langen und spitzen, schwertförmigen Schwanz. Und obwohl er einschüchternd aussieht, ist er alles andere als gefährlich und giftig. Er benutzt seinen Schwanz, um sich aufzurichten, wenn er auf dem Rücken landet. Du musst also nicht befürchten, dass er seinen Schwanz wie ein Stachelrochen benutzt, um dich zu stechen. Hufeisenkrabben haben sehr viele Stacheln am Körper. Deshalb solltest du sehr vorsichtig sein, wenn du einen aufheben möchtest. Während der Paarungszeit halten sie nach flachen Küstengewässern Ausschau und man kann ihnen an den Stränden oft in großen Gruppen begegnen. In Australien gibt es 5 Arten von Hufeisenkrabben. Dieses Tier ist für den Menschen wertvoll wegen seines blau gefärbten Blutes, das eine wesentliche Ressource im medizinischen Bereich darstellt. Ihr Blut enthält Amöbozyten, die eine ähnliche Rolle spielen wie die weißen Blutkörperchen der Wirbeltiere. Glaubst du, dass du jemals nach Australien reisen wirst, nachdem du all das erfahren hast? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Nur durch deine Unterstützung können wir diese Videos weiterhin produzieren. Abonniere also bitte den Kanal und klicke auf die Glocke, damit du nie wieder ein Video versäumst.